Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Eris Kulinarisches Erbe. Und heute haben wir mal wieder was Süßes für euch. Und zwar ein Rehrücken wollen wir mit euch backen, oder falscher Rehrücken wird da auch genannt. Das ist ursprünglich ein österreichisches Rezept, was aber auch in den DDR-Kochbüchern und Backbüchern Einzug gehalten hat. Was ihr dafür braucht, habt ihr eben kurz gesehen. Oder findet ihr auch nochmal alles genau aufgelistet mit Mengenangaben auf unserem Blog, wenn ihr das nachmacht. Machen wollt. Rehrücken oder falscher Rehrücken heißt er deshalb, weil er am Ende auch ungefähr so aussehen soll wie ein echter Rehrücken. Und bei unserem falschen Rehrücken handelt es sich, wie gesagt, allerdings um einen Kuchen. Dazu müssen wir natürlich wie immer einen Teig herstellen. In diesen Teig gehört unter anderem, ihr seht schon, Kakao mit rein, Kartoffelstärke, Zucker, Butter, geriebene Mandeln kommen da nachher noch mit rein und ein bisschen Backpulver. Ja, das Ganze müssen wir natürlich auch verrühren, damit es ein schön gleichmäßiger Teig wird. Wir haben am Anfang Eier, habe ich noch vergessen, kommen da natürlich auch mit rein, die werden aber getrennt und das Eiweiß schlagen wir hier steif, das wird dann nachher noch gleich unter den Teig gehoben, das Eigelb haben wir schon mit im Teig drinne. Also hier sieht man es nochmal, jetzt kommt das geschlagene Eiweiß auch mit rein. Und wenn wir das untergehoben haben, kommen auch noch unsere Mandeln mit in den Teig. Wir haben zwei verschiedene Varianten von Mandeln. Einmal geriebene Mandeln, seht ihr hier, die kommen mit in den Teig rein. Macht auch nicht jeder, aber ja, kann man halt machen. Und zum Zweiten haben wir noch Mandelstifte, mit denen wir den Kuchen nachher noch spicken wollen. Aber dazu dann nochmal am Schluss. Zunächst geben wir den Teig dann in eine Kastenform oder besser noch, es gibt extra Rehrückenformen, gab es halt auch schon damals in der DDR, die haben dann halt eine etwas rundlichere Form. Ja, und dann geht das Ganze in den Backofen für circa eine halbe Stunde bei 180 Grad. Und so kann es dann aussehen, wenn es wieder aus dem Ofen kommt. Müsst ihr kurz abkühlen lassen und dann schneiden wir unseren Rehrücken einmal ein, wer möchte auch öfter. Das heißt, ja, es gibt quasi dann verschiedene Schichten. Das Ganze hat den Zweck, dass wir noch eine Füllung da rein machen, und zwar in diesem Fall mit Nougat-Creme. Wie man die macht, haben wir auch schon mal in einem anderen Rezept gezeigt. Könnt ihr euch dann entsprechend auch am Ende nochmal mit angucken, ist da verlinkt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch fertige Nougat-Creme schon kaufen, wenn ihr euch nicht die Mühe machen wollt, es selber zu machen. Ja, und das streichen wir schön auf die Hälfte oder auf die Hälften, wenn wir ihn nochmal geteilt hätten zum Beispiel. Also man kann ihn ruhig auch zweimal teilen. Und zweimal füllen. Und dann kommt der Deckel quasi wieder oben drauf. Dann haben wir unsere Blockschokolade über dem Wasserbad schon erwärmt, so dass sie flüssig wird, und das Ganze geben wir einfach über den Rehrücken. Lassen es schön verlaufen, da können wir auch noch ein bisschen nachhelfen und das schön verteilen noch an den Seiten auch ein bisschen, dass da auch Schokolade ist. Und zum Schluss
wie gesagt, haben wir noch unsere Mandelstifte. Wir haben sie hier einfach drüber gestreut. Aber wer den Effekt von einem gespickten echten Rehrücken haben möchte, beziehungsweise die Imitation davon, der kann tatsächlich auch die Mandelstifte hier wirklich richtig reinstecken in den Kuchen oben in einer Reihe, sodass das aussehen soll wie ein echter gespickter Rehrücken. Ja, und wenn ihr das dann abgekühlt habt, sieht es so aus. Super lecker, schön schokoladig, kann ich euch empfehlen. Ja, das war's wieder von uns. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut, wie gesagt, auch für alle Rezeptangaben, nicht nur zu diesem Rezept, sondern auch zu allen anderen, mal auf unser Blog vorbei. Dort findet ihr alles ganz genau. Und wie gesagt, hier nochmal unsere Nougat-Creme, die wir auch schon mal gemacht haben. Einfach draufklicken, angucken, dann seht ihr, wie es gemacht wird. Und rechts nochmal Schürzkuchen-Rezept, was wir auch schon mal gemacht haben. Und könnt ihr auch gerne mal probieren. Ansonsten war's das für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.